Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einer neuen Immobilie, eine ja, recht bekannte Immobilie oder ein recht bekanntes Projekt. Das ist das Kandik-Projekt in der Arabiergegend, direkt am Meer. Ich will euch mal kurz mit in den Eingangsbereich nehmen. Wir haben hier mehrere Units, die in den Verkauf stehen. Und da wollte ich euch ganz gerne das Projekt mal einmal gezeigt haben. Hier kann man ganz gut erkennen, dass man aus dem Innenbereich, also quasi, dass die Units, die innen sich befinden, alle Meerblick haben. Ich will mal kurz versuchen, ranzuzoomen. So kann man ganz gut erkennen, all diese Units werden alle natürlich direkten Meerblick haben, beziehungsweise Blick zum Innenhof und zu den drei Pools sind es. Da laufen wir nachher auch noch mal hin. So kann man das auch noch mal erkennen. Okay, wir gehen mal zusammen gleich in die Units rein, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich wollte euch mal hier aus dem Innenhof mitnehmen in Richtung Strand und ja, Pools, Gym und Restaurants. So. All diese Units, die hier rechts und links sich befinden, haben natürlich Zugang hier zum Innenhof, der dann in Richtung Strand und den ganzen Einrichtungen führt. Ich nehme mich mal ein Stückchen mit. Meine Kamera wackelt wieder. Ist gerade ein bisschen windig heute. Habe ich nicht das beste Wetter erwischt, aber ich denke für den Oktober, Ende Oktober, ist das immer noch in Ordnung. So, hier haben wir den Poolbereich. Ganz schön windig. Da vorne wäre der Gym mit einer ja, Poolbar. Da vorne ist noch ein Becken, etwas größeres. Ich laufe mal kurz nach hinten hin und dann zeige ich euch die anderen Becken. Also wie gesagt, da vorne links ist ein Becken. So, das ist ein Becken, ein kleineres für die Kids. Ja, Kids würde ich nicht sagen, für die ja, Kinder, weil das ist nicht ganz so flach. Da vorne ist der Gym, ein bisschen näher dran so. Hier ist die Poolbar, das ist das dritte Becken. Und von hier aus hätte man dann den Zugang zu dem Privatstrand. Ich fahre mal kurz mit euch dahin. Es ist ein Sandstrand. Man muss ein bisschen, wie soll ich sagen, zeitlich abstimmen, damit man jetzt keine Ebbe erwischt. Aber es ist absolut schön. Wie gesagt, Sandstrand, vernünftig hergerichtet, sauber gemacht. Wir haben jetzt natürlich keine Saison, deswegen findet man hier auch keinen auf. Aber es gibt auch Tage jetzt im Oktober und sogar noch im November, wo die Leute schwimmen. Also von daher, da haben wir das kleine Podest, Marine sozusagen, das ein oder über der man tiefer ins Meer laufen könnte. Ich will mal kurz ranzoomen, zeige euch das mal. So, da wäre sie. Von da aus könnte man dann in Richtung tieferes Meer laufen. Okay. Das ist der Strand. Wie gesagt, kein Badesaison im Moment, aber im Moment haben wir auch Ende Oktober. Okay, so viel von dem Strand. Also hier kämen wir denn in den Eingangsbereich der Wohnung. Wie gesagt, Nummer 629. Das ist der Eingangsbereich und ich laufe auch gleich mit euch in Richtung Balkon, damit ihr diesen traumhaften Blick auch mitgenießen könnt, sage ich mal. Hier links hätten wir die Pools. Wir haben natürlich nicht mehr Badezeit oder Badesaison, deswegen sind die auch nicht gereinigt, aber das wäre so der Bereich, das ist der private Strand.
Hier rechts die Hotelanlage. Weiß nicht, kann man das ein bisschen näher machen? Nee, leider nicht. Okay, das ist, wie gesagt, der Ausblick. Dann gehen wir zurück ins Wohnzimmer rein, quasi Wohn- und Kochbereich. Hier rechts gehen wir dann die Küche hin, das ist eine offene Küche. Der Wohnbereich. Nach dem Eingang rechts haben wir ein großes Schlafzimmer mit Blick in Richtung Meer und mit dem dazugehörigen Bad. Hier auch wieder rechts herum ein Badezimmer, leider keine Beleuchtung in der Wohnung. Eine Tür weiter, ich will mal kurz gucken, kann ich das hier weitermachen? So ist besser. So, eine Tür weiter, ein weiteres Schlafzimmer, auch wieder in Richtung Meer guckend, mit ziemlich ähnlichem Blick wie das Wohnzimmer. Okay, hier haben wir es circa, ich würde sogar sagen 4 mal 3,50. Kurz das andere Zimmer kurz mal eben. Da haben wir es hier 4 mal 5 Meter. Und Wohnzimmer haben wir circa, haben wir da, 7 mal 4,50. Das sind so die Ausmaße, das sind so die Dimensionen der Wohnung. Wie gesagt, da vorne rechts gehen wir die Küche hin. Ja, so viel von dieser Wohnung.